Hi, mein Name ist Timon Schulz, ich bin 25 Jahre alt und Alumnus am Sport Business Campus, habe von 2016 bis 2019 am VfL Campus meinen Bachelor gemacht, bin jetzt seit 3,5 Jahren selbstständig für ein Hamburger Investmentunternehmen und insofern auch zwangsläufig jetzt so ein bisschen der Finanzexperte am Sport Business Campus und möchte dir heute in diesem Kurzvideo einmal erklären, welche Möglichkeiten du so hast, um dein Studium am Sport Business Campus zu finanzieren. Die erste Möglichkeit, die du hast, um dein Studium am Sport Business Campus zu finanzieren, sind natürlich, ganz simpel ausgedrückt erstmal deine Eltern. Ja, die bekommen ja auch grundsätzlich noch das Kindergeld für dich bis einschließlich des 25. Lebensjahres, wenn du dich eben noch in Ausbildung oder Studium befindest, was ja dann auch der Fall wäre. Falls deine Eltern dich aus finanziellen Gründen nicht so umfangreich unterstützen können, dass es ausreicht, um das Studium zu refinanzieren, dann hast du vielleicht schon mal von der Möglichkeit BAföG gehört. Das sind bis zu 860 Euro, die ich da monatlich eben erhalten kann, wenn meine Eltern, ich sag mal, nicht über 60.000 Euro im Jahr verdienen. An dieser Grenze kann man sich immer ganz gut orientieren. Insofern, ja, mal mit den Eltern sprechen und ansonsten mal beim BAföG-Amt erkundigen, inwieweit du da förderberechtigt wärst. Die zweite Möglichkeit, die du hast, um dein Studium zu finanzieren, ist ein sogenannter Studienkredit der KfW. Das ist die Förderbank des Staates. Und die Besonderheiten dieses Kredites liegen darin, dass du keine besonderen Kreditsicherheiten benötigst und eben auch nicht wie üblich einen bestimmten Einkommensnachweis, den du ja vielleicht nicht erbringen könntest. Ja, so wird dieser Kredit dann quasi monatlich ausgezahlt. Das deckt sich dann eben auch mit der Zahlweise des Studiums und müsste erst nach Ende des Studiums, wenn du dann ins Berufsleben oder so einsteigst, eben an die KfW zurückgezahlt werden. Ja, da kannst du dich bei der KfW-Förderbank entsprechend ebenfalls informieren, inwieweit diese Option vielleicht für dich in Frage kommt. Die dritte Option, die du hast, um dein Studium am Sport Business Campus zu finanzieren, ist die Möglichkeit, schon Praxiserfahrung während des Studiums zu sammeln. Das wäre grundsätzlich auch meine favorisierte Lösung, auch wenn sie natürlich mit etwas mehr Aufwand verbunden ist, ist es sicherlich für deinen weiteren Werdegang von großem Nutzen, schon während des Studiums über Praktika oder auch über eine Festanstellung Praxiserfahrung zu sammeln. Das Tolle ist, dass dir ein sogenannter Lohnsteuerfreibetrag, den du beim Finanzamt eben geltend machen kannst, schon mehr netto von deinem Brutto in der Zeit, in der du während des Studiums arbeitest, ermöglicht. Das bedeutet, dass du eben Werbungskosten wie die Studiengebühren oder auch Anfahrtskosten oder auch Materialkosten eben geltend machen kannst und das Geld dort nicht erst im Rahmen deiner Einkommensteuererklärung verspätet zurückerhältst, sondern schon unterjährig darüber einen Vorteil generierst. Ja, das waren meine drei Top-Finanzierungsmöglichkeiten für dein Studium am Sport Business Campus. Falls du unter den verlinkten Portalen zur BAföG, zu KfW nicht fündig werden solltest, kannst du uns jederzeit auch gerne telefonisch kontaktieren und wir sind dir da gerne behilflich. Ansonsten kann ich aus meiner eigenen Erfahrung heraus dich nur dabei unterstützen, auch das Geld in die Hand zu nehmen, egal auf welche Art und Weise, erstmal refinanziert und in deine persönliche Ausbildung zu investieren. Das ist grundsätzlich auch das, was man als junger Mensch als erstes angehen sollte, wie ich finde. Und die Rendite, die man mit so einer Ausbildung erwirtschaften kann, die kann man in Zahlen praktisch gar nicht messen. Insofern alles Gute, viel Erfolg und hau rein, dein Timon.